Jo, liebe Leute, hier ist euer Tampa96 und willkommen zu einem neuen Let's Play zu dem Spiel Pinguincraft. Es ist im Prinzip genau dasselbe wie Minecraft, nur aus der Vogelperspektive. Und hier haben wir ein Ziel, und zwar hier unten sieht man Craft the best dolls and kill the air wizard to win the game. Also das heißt übersetzt, man soll die besten Sachen craften und den Windmagier oder Windzauberer töten, um das Spiel zu gewinnen. Und dann, Leute, würde ich mal sagen, Start New Game. Und ja, Leute, das Spiel habe ich schon einmal durchgespielt, aber das ist schon sehr lange her. Und hier ist der Startanfang. Tornado and... Das habe ich nicht lesen können, lol. Auf jeden Fall, das Spiel ist eigentlich, glaube ich, von Minecraft-Entwickler auch entwickelt worden. Und es geht darum, ja, wie gesagt, man muss diesen Windmagier töten. Und das ist ein sehr langwieriges Spiel, weil ich habe, glaube ich, damals wirklich ziemlich lang gebraucht, den zu töten. Und wobei der Kampf gegen ihn auch sehr lange ist. Es ist in dem Spiel der Endboss eigentlich statt dem Enderdrachen dieser Windmagier. Ich weiß nur, dass ich damals besiegt habe, aber das hat sehr, sehr lang gedauert. Der Kampf hat, glaube ich, 15 Minuten, 10, 15 Minuten gedauert, weil der Kampf wirklich sehr lang war. Auf jeden Fall, Leute, man spawnt zufällig im Spiel. Und, ja, es ist wie Minecraft im Prinzip. Man kann alles abbauen. Man kann auch hier die Hühner töten. Es gibt Mobs. Und damals hat es aber nur zwei verschiedene Mobsarten gegeben. Und, Mobs. Auf jeden Fall. Es hat gegeben den Schleim, den normalen Schleim und die Zombies, ja genau, die Zombies. Auf jeden Fall, es gibt jetzt auch die Skelette. Diese Schafe hat es damals auch nicht gegeben. Auf jeden Fall, ich denke mal, dass wir hier jetzt einmal anfangen werden zu craften. Wir haben ja am Anfang schon eine Werkbank, warum auch immer. Crafting Dolls. Auf jeden Fall, man kann hier alles andere machen, wie der Braustand und alles andere. Das einzige, was anders ist, ist, dass man kann diese Sachen, was man craftet, wie hier die Steinspitzhacke, die kann man nicht zerstört, die kann also nicht zerstört werden, also die hat kein Haltbarkeitsdatum. Also man hat sie sozusagen für immer, also sie wird nicht kaputt werden. Das ist eigentlich sehr praktisch, weil man muss jedes Mal nur einmal was craften. Und ja, vom Sound ist das Spiel auch ziemlich einfach gehalten. Man hat hier nur diese Animationssounds. Einen Hintergrundsound hat man hier eigentlich nicht. Was eigentlich sehr schade ist, weil ich den Sound von Minecraft-Hintergrund ziemlich gut finde. Ich glaube, man kann auch hier diese Sachen verschieben. Okay, das haben sie an so einen... Man hat nämlich am Anfang vor der ersten Version, war das glaube ich, hat man die Sachen, wie man hier jetzt dagegen gelaufen ist, hat man die Sachen verschieben können, was jetzt anscheinend nicht mehr geht. Und wenn sich Leute fragen, man erkennt den Eingang zum Windmagier, zu seinem Reich, der hat ein ganz eigenes Reich wie der Enderdrache, da ist ein Stein, der ist wie dieser Stein hier, nur ist der dunkelgrau. Und man kann ihn nur mit der Steinspitzhacke zerstören. Mit keinem anderen Material kann man diesen Stein zerstören und dann kann man sein Reich betreten. Auf jeden Fall. Es wird unser Ziel sein, in diesem Let's Play den Windmagier zu töten oder zumindest ihn zu erreichen. Und jetzt werden wir mal. Mann. Jetzt werden wir mal. Ah, okay, uns fehlen noch Steine. Wir sollten jetzt hier nur... Mann. Crafting Tools. Okay, uns fehlt der Stein. Das Holz fehlt uns noch. Ansonsten, das Schwierigste am Spiel ist allgemein das Craften bzw. das Erreichen der jeweiligen Adern. Also von einer Goldader bis zur Diamantader, und ich sehe, es wird gerade Nacht, wie ihr es jetzt seht auf der Seite. Auf jeden Fall, wir machen uns jetzt hier schön noch ein Steinschwert, weil die Mobs spawnen werden.
eine Spitzhacke und dann werden wir uns... Das Gute ist, wir haben jetzt am Anfang auch hier ein paar Fackeln bekommen. Also werden wir uns... Moment, ihr seht ja schon, hier ist schon ein Zombie gespawnt. Dann werden wir uns noch ein bisschen schnell hier reingraben. Das Dumme ist auch, dass diese Steine sehr viel aushalten. Man sieht es auch sehr gut, dass der Schaden immer höher wird. Also pro Schlag sieht man, wie viel Damage man macht. Oh, jetzt wird es langsam ein bisschen gefährlich. Wir werden jetzt einmal in der ersten Nacht, wenn wir jetzt einmal hier bleiben, wir werden jetzt einmal hier eine Torch hinsetzen, damit wir ein bisschen, damit wir nicht komplett eingefinstert werden, damit wir hier nichts mehr sehen. Und dieselbe Animation ist auch wie man runtergeht in die Höhlen. Und hier rechts oben sieht man auch schon einen Eingang. Ja, jetzt sieht man ihn hier ein bisschen besser. Und es gibt pro Ebene, es gibt insgesamt, glaube ich, 3 Ebenen. Auf der ersten Ebene ist das Eisen, dann auf der nächsten ist das Gold und dann in der letzten ist das... sind die Diamanten. Ich habe damals, wie ich das erste Mal gespielt habe, Gold ist in diesem auch stärker als wie Eisen, das was auch sehr verwunderlich ist. Auf jeden Fall bauen wir jetzt noch ein bisschen Stein ab. Das Problem ist jetzt auch, dass wir jetzt nicht mehr raus können. Kann man das eigentlich ab... Okay, wir können die Fackeln abbauen. Aber wir verlieren sie anscheinend dann. Wo ist denn die Dinger? Wir werden jetzt hier ein bisschen die Dinger herstellen. Hä, was ist los? Ist der Tag ist anscheinend... Ist die Nacht schon zu Ende? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht, weil jetzt auf einmal der Bildschirm so ein bisschen größer ist. Auf jeden Fall... Gestein haben wir jetzt schon mal genug. Dann werden wir mal auf eine Steinaxt bauen, weil wir dann schneller Holz abbauen können, was sehr wichtig ist. Ah, okay, und die Nacht ist schon zu Ende. Okay, dann eine anscheinend sehr kurze Nacht. Ach ja, und es gibt auch den Nether, den hat es in der ersten Mission auch nicht gegeben. Moment mal, man hatte diesen Lift Glove. Vielleicht können wir das dann aufnehmen. Ich komme. Mann, das ist echt ein bisschen. Wenn man das wegbaut, verliert man anscheinend die Torches. Ja, man verliert sie. Auf jeden Fall, dann bauen wir uns jetzt einmal eine Schaufel, auch sehr wichtig, und eine Axt. Wenn man sich hier so runtergräbt, wie ihr das seht, können die Zombies und die Mobs nicht über diese Hügel drüber. Zumindest jetzt können sie noch drüber kraxeln, aber sie werden ziemlich verlangsamt. Mann, so ein blödes Huhn rennt genau in den Kaktus rein und ich auch. Wie ihr das seht, die Leben regenerieren sich nicht so. Man muss, nicht von alleine, man muss hier zum Beispiel essen, diesen Apfel, was komischerweise auch Energie kostet. Auf jeden Fall. In den Dungeon können wir jetzt Okay, hier ist noch einer. Das sind jetzt ziemlich viele Eingänge. Und ja. Verbinden wir mal diese Dinge. Ich denke mal, dass ich hier meine Festung errichten werde, da wir hier einen Schutz auch durch Stein haben. Den Eingang zum Wager müssen wir auch noch suchen, der kommt nicht so zu uns. Man kann ihn leicht finden, aber auch schwer. Jetzt bin ich unabsichtlich in den Dungeon gegangen. Upsala. Gehen wir mal wieder raus, weil in den Dungeons, also stirbt man wirklich sehr schnell. Zumindest ohne Fackeln. Da oben ist noch ein Eingang. Ich werde die mal alle verbinden, da wir hier auch einen sehr guten Wald haben. Und ja, Leute, ich habe es ja vergessen zu erwähnen. Wie gesagt, es ist jetzt länger kein Video gekommen, ich glaube 2 Wochen lang. Weil ich ja, wie gesagt, momentan in der Berufsschule bin.
Ich bin insgesamt noch 5 Wochen in der Berufsschule und danach werde ich wieder so gut wie möglich Videos produzieren. Und ich werde aber jetzt versuchen, noch in der Berufsschule Videos zum Vorproduzieren versuchen, so gut wie möglich. Oh Mann, da brauchen wir 20 Holz. Auf jeden Fall danach werde ich wieder sehr viele Videos produzieren, aber momentan kann ich das nicht, weil ich in der Berufsschule momentan sehr viel zu tun habe. Haben jetzt schon eine Ding. Ja, wir haben eine Axt, das ist sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall massenhaft Holz. Und da ist noch jemand Zombie, der was in der Hitze, in das im Sonnenlicht nicht stirbt. Hier bekommt man auch überall Samen. Schwimmen kann man hier übrigens auch, das was aber Energie verbraucht. Und wenn ich jetzt hier die ganze Energie verbrauchen sollte und ich bin mitten im Ozean, werde ich also ertrinken sofort. Also man stirbt hier wirklich sehr leicht. Das ist ein Creeper. Wie ihr seht, kann er hier nicht drüber. Also wird er uns auch hier ignorieren. Ich bin jetzt mal so dumm und greife den jetzt einmal an. Es kann sein, dass wir jetzt sterben. Das wäre natürlich. Okay, er ist tot. Sehr schön. Auf jeden Fall bauen wir uns jetzt hier noch eine Werkbank. Mann, mir fehlt noch immer. Oh, am Braustand können wir uns schon bauen, lol. Zack, zack. Oh, blöder Kaktus. Auf jeden Fall bauen wir uns jetzt noch eine Werkbank. Dann gehen wir mal hier rauf und hier werden wir unsere Burg errichten, sag ich mal. Dann werden wir hier mal die Werkbank hinstellen. Also vom Ding her haben wir eigentlich alles. Wir brauchen jetzt hier nur noch Fackeln. Fackeln muss ich mal schauen, wie man die machen kann. Ja, okay, Kohle braucht man, haben wir jetzt ja genug und ein Holz. Okay. Und ja, Leute, ich denke mal, dass ich den Part jetzt hier gleich beenden werde. Im nächsten Part werden wir dann schon in den Höhlen gehen. Und ja, Leute. Ich hoffe mal, dass ich an dieser Stelle den Part beenden werde. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und wenn er euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Oder einen Daumen hoch da lassen. Oder ein Like. Das würde mir natürlich sehr viel helfen. Auf jeden Fall, dann denke ich mal, werde ich den Part hier beenden. Und dann werden wir uns im nächsten Part in die Höhlen begeben. Und ja, Leute, dann bis zum nächsten Mal und weiterhin fantastische Laune.